Ja, hallo liebe Schülerinnen und Schüler, zu einem neuen Video von mir. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Inhaltsbereich, wo wir eigentlich den Großteil schon in der 8. Klasse behandelt haben, nämlich Binomialverteilung, Normalverteilung, Konfidenzintervalle. Aber bei dem Beginn, den ersten Teil hier, die WS1-Cluster, die beschreibende Statistik, die haben wir schon länger nicht gemacht und die werden wir in diesem Video ganz ausführlich nochmal wiederholen. Also ich mache das ganze Cluster jetzt in diesem Video. Es ist eigentlich nicht so schwierig, aber es sind einige so knifflige Dinge dabei, die man einfach sich einmal durchgedacht haben muss. Ja. Im Prinzip machen wir das schon in der dritten, ein Großteil von dem, was wir jetzt machen. Also das ist Stoff, der in der Unterstufe kommt teilweise. In der sechsten haben wir ihn noch einmal gemacht. Aber es sind so knifflige Fragen dabei. Danach kommt Wahrscheinlichkeitsrechnung, Grundbegriffe, das ist Laplace-Wahrscheinlichkeit, Baumdiagramme und sowas. Und dann WS3 sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, vor allem Binomialverteilung, ein bisschen Normalverteilung. Und WS4 sind die Konfidenzintervalle, die haben wir schon gemacht. Gut, also schauen wir uns beschreibende Statistik an. Das sieht folgendermaßen aus. Die allererste Grundkompetenz ist einfach Werte aus grafischen Darstellungen ablesen, ja, und angemessen interpretieren können in einem Kontext. Und dann steht eine Anmerkung dabei, welche Sachen das sind. Einfach eine Liste von Datenwerten, okay, eine Strichliste, Piktogramm, Säulen, Balken, Linien, Stängelblatt, Punktwolkendiagramm, Histogramm, Prozentstreifen, Kastenschaubild. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne von diesen Diagrammen erklären, ich mache nur die wichtigsten. Und zwar, ich möchte auf jeden Fall das Stängelblattdiagramm machen, weil das kommt ab und zu und das sollte man mal gesehen haben. Dann werde ich auf jeden Fall das Histogramm machen, weil das kommt sehr oft, weil das ist eigentlich das komplexeste von denen und natürlich den Boxplot, weil der kommt auch sehr oft. Also das sind, finde ich, die drei Dinge, die in der Vergangenheit oft gekommen sind. Ihr könnt euch gerne durch eine einfache Google-Suche die anderen mal anschauen. Ich nehme an, ihr könnt die alle interpretieren, aber das seid ihr jetzt selber gefragt, dass ihr euch die anschaut. Ich erkläre hier nur die allerwichtigsten von dieser allerersten Grundkompetenz. Also jetzt ganz allgemein, mit was haben wir es in der Statistik zu tun? Wir haben es in der Statistik mit sogenannten Stichproben zu tun, die aus einer Grundgesamtheit entnommen werden. Was ist eine Grundgesamtheit? Zum Beispiel die Einwohner eines Landes. Da entnehme ich eine Stichprobe, das heißt einfach, ich frage vielleicht 100 Leute. Es könnte aber auch eine Grundgesamtheit sein, die Äpfel einer Lieferung. Ja, da kann ich auch eine Stichprobe ziehen, zum Beispiel 5 Äpfel und schauen, wie viele von denen schlecht sind. Also wir ziehen immer aus einer Grundgesamtheit eine Stichprobe und diese Stichprobe untersuchen wir auf ein bestimmtes Merkmal. Zum Beispiel Größe, Gewicht von dem Apfel könnte das sein oder auch von den Menschen, die wir Stichprobe ziehen, oder eine Partei, die gewählt wird. Und wenn wir das machen, erhalten wir eine Liste von Daten. Okay? Das ist soweit einmal klar. Was wir mit diesen Daten machen, ist ganz unterschiedlich. Bei den Konfidenzintervallen, bei der schließenden Statistik haben wir ja dann aus dieser Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen. Bei der beschreibenden Statistik machen wir das gar nicht. Bei der beschreibenden Statistik schauen wir uns nur unsere Datenliste an. N ist der Umfang der Stichprobe, das heißt, das ist dann die Anzahl der Datenwerte, die ich bekomme. Ja, also wenn ich 100 Leute frage, habe ich dann 100 Werte in der Liste. 100 Größen zum Beispiel, wenn ich die Körpergröße messe. Oder 100 Angaben, welche Partei gewählt wird. Ja. Die Datenliste, also die gemessenen Werte, die nennen wir x1 bis xn. Ja, das sind dann die gemessenen Werte. x1 ist natürlich der letzte Wert. Bei 100 Werten wäre dann x100 der letzte Wert. Das sind die Ausprägungen des untersuchten Merkmals. Also bei Parteien wäre das FPÖ, wäre die Liste FPÖ, SPÖ, Grüne, Grüne, FPÖ, SPÖ, ÖVP, ÖVP, ÖVP. Das wäre so eine Liste. Bei Körpergrößen ist es dann 150, 170, 100. 20 und 201, 195, die müssen von vornherein noch nicht geordnet sein. Ja? Also Parteien kann ich sowieso schwer ordnen, weil das ja Namen sind. Körpergrößen könnte ich ordnen. H1, Groß H1 bis Groß HN sind die absolute Häufigkeiten des Auftretens des Merkmals. Also wenn jetzt ich zum Beispiel eine Liste habe, wo die SPÖ fünfmal vorkommt, könnte ich sagen, okay, dieser Wert SPÖ kommt fünfmal vor, das heißt die absolute Häufigkeit dieses Wertes ist 5. Okay? Und dann könnte man auch noch die relative Häufigkeit des Auftretens eines Wertes berechnen. Also wenn ich jetzt sage, die SPÖ ist fünfmal vorgekommen in der Datenliste von, weiß ich nicht, 50 Personen, dann könnte ich mir ausrechnen, die relative Häufigkeit von dem Wert SPÖ, das wäre einfach die absolute Häufigkeit durch die Gesamtanzahl durch den Umfang der Stichprobe, also die Anzahl der Werte. Also das wäre in dem Fall, wenn 5 die absolute Häufigkeit wäre und 50 der Umfang der Stichprobe, dann wäre es 5 Fünfzigstel, wäre 10% die relative Häufigkeit. Ja?
Also ganz klar, Werte messen, da kann man die absoluten Häufigkeiten sich anschauen, wie oft derselbe Wert auftaucht. Und dann kann man die relativen Häufigkeiten des Wertes oder des Auftretens eines Wertes sich anschauen. Gut, und je nach Art des Merkmals unterscheidet man viele Skalenniveaus, ja? Also Datenniveaus. Es gibt die Nominalskala. Ja? Das sind einfach, das heißt, steckt schon der Name drinnen, das sind verschiedene Eigenschaften, die keine Reihenfolge haben. Zum Beispiel, ich messe die Stichprobe in Bezug auf Geschlecht, männlich, MW, MW, kann ich die Daten nicht einmal rein, das sind keine Zahlen, das sind einfach nur Begriffe. Ja? Wohnort, ja, kann ich auch nicht rein. Ja? Wien, Berlin, St. Pölten, Hinterdiepstrü, ja, also das sind auch nur Namen. Also das ist eine Skala, da kann man nicht viel machen dann damit. Ja. Parteien dasselbe, ja, da kann ich nur die absoluten und relativen Häufigkeiten ausrechnen. Viel mehr kann ich da nicht machen. Dann gibt es Ordinalskalen, da kann ich Werte ordnen, aber ich kann nicht zwischen immer zwei Werten einen konkreten Abstand angeben. Zum Beispiel Schulnoten, ja, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Da steht dann in der Datenliste 1, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1. Ja. Die kann ich dann ordnen, die sehr gut, die befriedigend, die haben eine Reihenfolge und ich kann auch absolute und relative Häufigkeit ausrechnen und ich kann dann auch schon so Dinge wie arithmetisches Mittel ausrechnen. Aber es ist doch noch was anderes als eine metrische Skala. Das sind jetzt wirklich, wenn ich konkrete Zahlenwerte habe, wie Alter, wie Einkommen. Ja. Solche Daten liefern die meiste Information. Da kann ich alles Mögliche damit machen in der beschreibenden Statistik. Okay, schauen wir uns mal die grafischen Darstellungen an. Ich habe euch die schon gesagt. Wir fangen mal an im Säulendiagramm. Das ist recht einfach, das kennt ihr alle. Da macht man einfach für einen Wert eine Säule und die Höhe dieser Säule oder dieses Rechtecks entspricht dann entweder der absoluten oder der relativen Häufigkeit. Also hier haben wir zum Beispiel den Wert 1. Der hat eine absolute Häufigkeit von 5. Also ihr seht es eh gleich, ob es da um relative oder um absolute Häufigkeit geht, das steht jetzt da nicht extra dabei, normalerweise steht es dabei. Also wenn hier jetzt 50% stehen würde, wäre es die relative Häufigkeit. Aber hier kann man ablesen, okay, der 1er kam 5 Mal, der 2er 3 Mal, der 3er 2 Mal und so weiter. Also das ist jetzt wirklich einfach. Also beim Säulendiagramm entspricht immer die Höhe des Rechtecks, der Säule, der absoluten oder relativen Häufigkeit des Wertes. Das Stängel-Blatt-Diagramm ist wieder so ein Spezialding. Da stellt man die Datenliste durch zwei Spalten dar. Ja? Also wir haben einerseits den Stängel und andererseits das Blatt. Meistens bei der Matura war da immer so, dass im Stängel zum Beispiel die Zehnerziffer eines Wertes stand und im Blatt die Einerziffer. Wie sieht denn das aus? Das ist auch aus der Matura. Da kamen zwei Stängel-Blatt-Diagramme. Deswegen ist wichtig, dass man sich das mal angeschaut hat. So ein Film A und ein Film B und das sind die Anzahl der Kinobesucherinnen je Vorstellung in einem Stängelblattdiagramm dargestellt. Ja? In diesen Diagrammen ist die Einheit des Stängels 10, der Stängel ist hier links, und die Einheit des Blattes 1. Also im Stängel steht immer nur eine Zahl und im Blatt stehen dann immer mehrere Zahlen mit Beistrichen. Was heißt das jetzt, wenn das hier die Einheit 10 hat und das hier die Einheit 1? Das heißt nichts anderes, als dass der erste Wert der Liste, der kleinste Wert, 20 ist. Der 2 als 10er-Ziffer und 0 als 1er-Ziffer. Der zweite Wert der Liste ist 23. 2 als 10er-Ziffer und 3 als 10er-Ziffer. Und dann 28. Hier geht es weiter mit 36, dann 37, 41, 41, 45. Und wenn ich die ganze Liste mir anschaue, entsteht diese Liste. Also das Stängel-Blatt-Diagramm ist nur eine Art und Weise, diese Liste etwas anders aufzuschreiben. Da kriegt man schon ein bisschen einen Überblick, nämlich in den 20er-Bereich von 20 bis kleiner als 30 sind drei Werte. Hier haben wir zwei Werte von 30 bis 39. Hier haben wir vier Werte von 40 bis 49 und so weiter. Also das ist einfach nur eine Art und Weise, diese Liste aufzuschreiben. Ja, die letzten Werte wären hier 61 und 68, wie wir hier sehen. Ja? Okay, also das ist ein Stängelblattdiagramm. Ja, viel mehr werde ich dazu nicht machen. Ja, das ist jetzt nur, damit ihr wisst, was das ist und wie man aus dem Stängelblattdiagramm dann die geordnete Liste bekommt. Einfach nur immer 10 und 1er Ziffer zusammen kombinieren und ihr kriegt alle Werte. Okay? Und jetzt kommt das Histogramm. Achtung, das Histogramm ist nicht ohne, das muss man sich durchgedacht haben, weil das kommt auch oft. Hier, das schaut ähnlich aus wie ein Säulendiagramm, aber beim Histogramm ist nicht die Höhe des Rechtecks die absolute Häufigkeit des Werts oder die relative Häufigkeit, sondern der Flächeninhalt. Und es geht auch nicht immer um Werte, das muss ich hier
Wellenlinie schreiben, sondern es geht oft um Klassen von Werte. Ja? Ja, um Klassen. Ups. Das heißt, man fasst mehrere Werte zu einer Klasse zusammen. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ja? Es erfordert nämlich erfordert die Einteilung der Daten in Klassen, die eine konstante oder variable Breite haben können. Was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt die Liste von vorher hernehme, ich nehme jetzt einfach die. Wir haben jetzt die geordnete Liste von diesem Film A vorher. Wie könnte ich die Werte jetzt in Klassen einteilen? Das würde ich so machen. Ich könnte mal eine Klasse bilden von 20 bis kleiner als 30, also es wäre eigentlich von 20 bis 29, aber ich habe hier einen offenen Intervall und sage, okay, 30 ist nicht mehr dabei. Ja? 20 bis 29, beziehungsweise bis kleiner als 30. Wie viele Werte habe ich denn in dieser Klasse? Da habe ich 3 Werte. Damit die absolute Häufigkeit dieser Klasse ist dann 3. Die relative Häufigkeit dieser Klasse ist dann logischerweise wieder die absolute Häufigkeit durch die Gesamtanzahl der Werte. Das wäre also 3 durch 15, weil das sind 15 Werte. Da hätten wir 20% oder 0,2 als relative Häufigkeit dieser Klasse. Von 30 bis 40, wobei das Intervall offen ist, das heißt 40 ist nicht mehr dabei, haben wir die absolute Häufigkeit 2. Wir haben 2 Werte in dieser Klasse, 36 und 37. Und die relative Häufigkeit von dieser Klasse wäre 13,3%. Periodisch. Ja? Also 0,13333. Von 40 bis kleiner als 50 hätten wir 4 Werte. Und das heißt, die absolute Häufigkeit der Klasse ist 4. Die relative Häufigkeit der Klasse ist 26,6% ungefähr. Und jetzt mache ich hier eine breitere Klasse, weil da am Schluss nochmal so 2 kleine Werte sind. Ich kann da machen, was ich will. Im Prinzip ist ja einfach meine Statistik. Die kann ich so aufstellen, wie ich möchte. Die absolute Häufigkeit dieser Klasse wäre dann 6, weil wir haben 6 Werte von 50 bis 70 und damit wäre die relative Häufigkeit dieser Klasse 40. Aber Achtung, diese Klassen hier sind 10 breit, ja, und diese Klasse hier ist 20 breit. Ja, das ist das, was man sich jetzt gleich überlegen muss. Also wichtig, wenn man Klasseneinteilungen macht, die können zwar alle gleich groß sein, aber sie müssen nicht. Und gern machen Sie das bei der Matura, dass Sie euch da eine Klasse hineinschummeln, die breiter ist als die anderen. Ja, das muss man dann gleich erkennen. So, jetzt habe ich das Ganze in ein Histogramm geschrieben. Was haben wir gesagt? Fürs Histogramm müssen die Flächeninhalte dieser Rechtecke den absoluten oder relativen Häufigkeiten entsprechen. Was haben wir hier gemacht? Wenn wir uns das erste Rechteck anschauen, das hat eine Breite von 10 und die Höhe von diesem Rechteck ist 0,3. Also was wäre jetzt der Flächeninhalt? 0,3 mal 10, das wäre 3. Also der Flächeninhalt von dem Rechteck ist 3. Und wie wir sehen, das ist die absolute Häufigkeit der ersten Klasse. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass dieses Histogramm als Flächeninhalt die absolute Häufigkeit hat. Beim zweiten haben wir wieder eine Breite von 10 und eine Höhe von 0,2. Das heißt, die absolute Häufigkeit, das Flächeninhalt von dem ist 2. Und damit haben wir wieder gesagt, das ist die absolute Häufigkeit vom zweiten. Von der zweiten Klasse. Bei der dritten haben wir eine absolute Häufigkeit von 4, deswegen ist die Breite 10 und die Höhe 0,4, dann haben wir auch hier den Flächeninhalt 4. Und jetzt, beim letzten haben wir jetzt aber eine Klassenbreite, also eine Rechtecksbreite von 20. Ja, das macht man so, diese X-Achse bleibt ganz normal skaliert, aber hier ist das Rechteck einfach von 50 bis 70. Ja, weil zurück hier, wir haben ja diese Klasse breiter gewählt, deswegen hat sie eine Breite von 20. Und jetzt muss aber die absolute Häufigkeit 6 ergeben. Also mit was muss ich jetzt 20 multiplizieren, damit 6 als Flächeninhalt rauskommt? Na, mit 0,3. 0,3 mal 20 ergibt 6. Also auch hier seht ihr, der Flächeninhalt ist die absolute Häufigkeit. Und das ist jetzt ganz wichtig. Du dürft nicht den Fehler machen, wenn Histogramm steht, hat die Höhe nichts mit der absoluten Häufigkeit direkt zu tun. Also es ist nicht die absolute Häufigkeit direkt, sondern der Flächeninhalt ist die absolute Häufigkeit. Ja, das heißt, ich kriege die, indem ich die Breite des Rechtecks mal die Höhe des Rechtecks rechne. Okay, schauen wir, genau, also hier habe ich nochmal geschrieben, die Breite des Rechtecks ist die Klassenbreite und der Flächeninhalt des Rechtecks ist bei uns jetzt die absolute Häufigkeit. Es gäbe auch die Möglichkeit, als Flächeninhalt die relative Häufigkeit zu definieren. Das müsste im Beispiel dann dabei stehen. Schauen wir uns jetzt ein Original-Matura-Beispiel an, zum Histogramm. Ja, wir haben 32 europäische Länder. Dort wurde die Anzahl der Personenkraftwagen pro 1000 Einwohner erhoben. Aus diesen Daten ist dieses Diagramm erstellt worden, dieses Histogramm. Und die absoluten Häufigkeiten der Länder sind die Flächeninhalte. Achtung, nicht die absoluten Häufigkeiten der PKW, sondern die absoluten Häufigkeiten der Länder. Also wir haben hier jetzt stehen, als Klassen wurde die Anzahl der PKWs
gewählt. Also wir haben die erste Klasse von 0 bis 200. Also in wie vielen Ländern gibt es von 0 bis 200 oder kleiner gleich 200, kleiner als 200 PKWs pro 1000 Einwohnerinnen? Die Breite von dem Rechteck ist 200, ja, Klassenbreite. Und die Höhe von dem Rechteck ist 0, ja, jetzt müsste man da raten, aber das brauchen wir eigentlich eh nicht, 0,025. Ja, jetzt müsste man ausrechnen, wie viele Länder das sind. 200 mal 0,025, und wenn man dann das Ergebnis hat, wüssten wir hier die, die Anzahl der Länder, die in der Klasse steckt. Ist das klar? Dann haben wir eine Klasse von 200 bis 300, die ist nur 100 breit. Da haben wir 0,06 als Höhe des Rechtecks. Also in wie vielen Ländern ist die Anzahl der PKWs pro 1000 Einwohner zwischen 200 und 300? Oder größer als 200 und kleiner als 300? Da müssten wir jetzt auch rechnen. 100 als Breite mal 100 mal 0,06. Okay, das schaffen wir. 0,06 mal 100 ist 6. Also 6 Länder, ist der Flächenwert dieses Rechtecks, 6 Länder haben eine Anzahl an PKWs zwischen 200 und 300. Genauso haben 6 Länder eine Anzahl PKWs zwischen 300 und 400 und so weiter. Ja, das müssen wir jetzt nicht alles genau durchgehen, da wären es 9 Länder. Aber die Frage ist ja, geben Sie an, in wie vielen Ländern die Anzahl der PKWs pro 1000 Einwohnerinnen zwischen 500 und 700 liegt. Was suchen die? Diesen Flächeninhalt. Das ist die Klasse zwischen 500 und 700. Okay, wie machen wir das? Die Rechtecksbreite ist 200. Die Rechteckshöhe ist 0,03, jetzt müssen wir den Flächeninhalt ausrechnen. 200 mal 0,03 ist 6. Ja? Also damit haben wir das Beispiel gelöst. Es sind 6 Länder, weil der Flächeninhalt von diesem Rechteck im Histogramm 6 ergibt. Und wie wir gesagt haben, die absolute Häufigkeit der Länder, die in diesem Bereich liegen, in dieser Klasse, ist der Flächeninhalt. Ja? Das sind Histogramme. Okay, noch ein Beispiel zum Histogramm. Seht ihr, wie wichtig das ist, wenn wir das so viel machen. Jetzt müssen wir selber eins erstellen. Also bei einer Verkehrskontrolle wurde die Beladung von LKWs überprüft. 140 waren überladen. Und das sind die Details von diesen 140 LKWs aufgeschrieben. Also die Überladung in Tonnen, kleiner eine Tonne, waren 30. Also die erste Klasse von 0 bis 1 Tonne Überladung bis kleiner eine Tonne Überladung. Von einer Tonne Überladung bis kleiner als 3 Tonnen Überladen, also die Überladung größer gleich 1 und kleiner als 3, hatten 50 LKWs. Und eine Überladung von größer gleich 3 Tonnen bis kleiner als 6 Tonnen hatten 60 LKWs. Und wir sollen diese Daten durch ein Histogramm darstellen. Und jetzt steht wieder dabei, die absoluten Häufigkeiten sollen der Flächeninhalt der Rechtecke sein. Jetzt haben wir die erste Klasse, 30, die Anzahl der LKW ist 30. Das soll also der Flächeninhalt sein. Ja? Und die Klasse geht von 0 bis 1. Ja? Also die Überladung in Tonnen ist die Klasse, das ist 0 bis 1. Jetzt müssen wir hier ein Rechteck zeichnen von 0 bis 1. Das ist leider, da ist der 1, ich glaube, das seht ihr eh. Und der Flächeninhalt von dem Rechteck soll 30 sein. Na, wenn die Breite 1 ist, dann muss ja die Höhe 30 sein. Na? Das ist das Erste, weil hier haben wir Breite 1, Höhe 30. Der Flächeninhalt ergibt genau 30, das ist die absolute Häufigkeit hier. Zwischen 1 und 3 haben wir jetzt ein breiteres Rechteck. Es hat eine Breite von 2 und die Höhe des Rechtecks muss 50 sein. Das war jetzt mein Fehler. Der Flächeninhalt des Rechtecks muss 50 sein. Naja, wenn die Breite 2 ist vom Rechteck und der Flächeninhalt vom Rechteck muss 50 sein, muss logischerweise die Höhe 25 sein. So ungefähr. Ja, also hier haben wir jetzt Breite 2, Höhe 25. 2 mal 25 ergibt 50. Also wir sehen hier, der Flächeninhalt ist 30. Ups, hier ist er. Hier ist der Flächeninhalt 50, weil 2 mal 25. So, und beim letzten haben wir jetzt 3 Tonnen Klassenbreite. Das heißt von 3 bis 6 Tonnen. Und der Flächeninhalt soll 60 sein. Naja, wenn die Breite vom Rechteck 3 ist und der Flächeninhalt 60 sein muss, dann muss die Höhe 20 sein, weil 3 mal 20 ist 60. Okay. Schauen wir noch die Lösung an. Genau das, was wir gesagt haben. Ja. Erste Rechteck von 0 bis 1, die Klassenbreite, hat einen Flächeninhalt von 30. Zweites Rechteck von 1 bis 3 hat einen Flächeninhalt von 50. Drittes Rechteck von 3 bis 6 hat einen Flächeninhalt von 60. Das sind genau die absoluten Häufigkeiten der jeweiligen Klassen. So, das war's mit dem Histogramm. Jetzt kommen wir zu den nächsten Grundkompetenzen.
Also wir haben hier WS 1.2, soll Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen können. Das solltet ihr jetzt eh, haben wir jetzt eh gerade gemacht, ja, das werden wir jetzt nicht mehr groß anschauen. Also ihr sollt eigentlich auch so ein Histogramm einfach selber zeichnen können. Was kurz da passieren, im Hintergrund so ein Lärm ist. Sorry, das waren jetzt kurz die Küchengeräusche. Deswegen habe ich kurz unterbrochen. Gut, ich koche auch oft, nicht, dass ihr glaubt. Gut, also WS 1.3 sind denn die statistischen Kennzahlen, die sind ganz wichtig. Also wir müssen absolute und relative Häufigkeiten, das haben wir schon. Arithmetisches Mittel, Median, Modus, Quartile, Spannwerte, empirische Varianz kennen und interpretieren können. Und für einfache Datensätze ermitteln. Und 1.4 sind dann auch noch die noch einmal Definitionen und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels in Medians angeben und nutzen. Ja? Und auch die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen. Ich mache das alles in einem Aufwasch. Wir gehen jetzt alle diese Kennzahlen durch. Modus. Das ist ein Wert, den man immer ermitteln kann, sogar bei einer Nominalliste, also wo zum Beispiel Namen oder halt Parteien angegeben werden. Der Modus ist einfach der Wert der Liste, der am häufigsten vorkommt. Okay? Es kann auch mehrere Modalwerte oder Modi geben. Wenn zwei Werte beide fünfmal vorkommen und das ist das häufigste, dann sind beide ein Modus. Ja? Und der liefert halt sehr wenig Information, aber er kann immer ermittelt werden. Interessanter ist jetzt schon das arithmetische Mittel. Wie kann man das berechnen? Das kennt ihr alle. Wir addieren einfach alle Werte der Liste und dividieren durch die Anzahl der Werte. Ja? Den Umfang der Stichprobe. Wenn jetzt die Werte, wenn wir da schon relative Häufigkeiten haben für die Häufigkeit der Werte, kann man das sogenannte gewichtete arithmetische Mittelrecht berechnen. Das macht man einfach, indem man einfach jeden Wert mit seiner relativen Häufigkeit multipliziert und dann die Ergebnisse aufsummiert. Warum funktioniert das? Weil in der relativen Häufigkeit steckt ja das durch n immer schon drinnen, weil die relative Häufigkeit entsteht ja, indem ich die absolute Häufigkeit durch die Anzahl der Werte dividiere. Ja? Das machen wir ja eigentlich auch. Wenn wir die Durchschnittsnote ausrechnen, machen wir auch so ein gewichtetes arithmetisches Mittel. Wir rechnen ja nicht, wenn ich weiß, es gibt 5 Einser, ja, rechne ich ja nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 und dann plus 2 plus 2 plus 2, sondern ich fasse da zusammen. Ich weiß schon, okay, der Einser hat eine Häufigkeit von, sagen wir mal, wir sind, es wären jetzt nur 10 Schüler, 5 Zehntel wäre 50%, da kann ich einfach rechnen, 1er mal 0,5 plus 2er mal, je nachdem wie viel Prozent ein 2er haben. Und das einfach aufsummieren. Okay? Schaut euch das nochmal an, ich mache das jetzt nicht genau, aber das ist die Formel für das gewichtete arithmetische Mittel. Das funktioniert dann, wenn wir für die Werte relative Häufigkeiten haben und wenn das irgendwie einfacher ist, so zu berechnen, als jetzt jeden einzelnen Wert aufzuaddieren. Ja? Da müsste man ja wirklich jeden einzelnen Wert aufaddieren. Da oben. Ja? Okay? Gut. So berechnet man das. Was hat das arithmetische Mittel für Eigenschaften? Das mache ich jetzt sofort. Also jetzt gleich. Ja? Wichtig, das arithmetische Mittel kann als Wert in der Liste auftreten oder nicht. Meistens tritt es aber nicht als Wert in der Liste auf. Denkt daran, was unsere arithmetischen Mittel von den Schularbeitsnoten sind. Meistens irgendwas mit 3,7, 2,9, 1,5, ja, das wäre schön, 3,4, 3,02. Das sind meistens Werte, die kommen hier gar nicht in der Liste vor. Okay? Kann aber zufälligerweise sich ergeben, dass 3,0 rauskommt, naja, dann ist es zufälligerweise auch ein Wert in der Liste. Okay, also wichtig, solche Fragen kommen oft. Arithmetisches Mittel kann zufällig auch ein Wert in der Liste sein, meistens ist es aber irgendeine Dezimalzahl, die gar nicht in der Liste vorkommt. Eine wichtige Umformung gibt es, wenn ich das arithmetische Mittel mal die Anzahl der Werte rechne, dann tue ich ja eigentlich, ich gehe nochmal zurück, eigentlich nichts anderes als hier mal dem Nenner, also mal, hoppala, hoppala, das wird immer schlimmer, dass ich hier mal n rechne, ja, so die Gleichung links und rechts, dann erhalte ich, dann kürze ich dieser Nenner hier weg und dann erhalte ich natürlich die Summe der Werte. Okay, das heißt, wenn ich das arithmetische Mittel mal die Anzahl der Werte rechne, erhalte ich die Summe der Werte. Das braucht man manchmal bei Fragen. Ja? Also sollte man sich wirklich merken. Wenn man zum Beispiel das arithmetische Mittel gegeben hat und über die Werte sonst gar nichts weiß, aber die Anzahl kennt, kann man sich die Summe der Werte ausrechnen.
Das arithmetische Mittel, und das ist das Wichtigste, ist sehr empfindlich gegenüber Ausreißern. Deswegen ist es oft kein wirklich aussagekräftiger statistischer Wert. Warum? Machen wir ein Beispiel. Sagen wir haben eine Firma, die hat sehr ungleiche Gehaltsaufteilung. Wir haben 800, 900, 1000, 1000, 1200, 1200, 40.000. Das heißt, ein Typ oder eine Typin verdient hier extremst viel und alle anderen kriegen fast nichts. Oder wenig. Ja? Unter der Armutsgrenze sogar in Österreich. Wie wäre jetzt das arithmetische Mittel von den Werten? Na, wenn wir die alle aufsummieren, ja, und ich rechne hier für 1000, kann ich auch statt 1000 plus 1000 schreibe ich einfach 2 mal 1000. Ja. Wenn ich die aufsummiere und durch die Anzahl der Werte dividiere, erhalte ich da eigentlich ein recht stattliches Durchschnittsgehalt. Da kann ich doch als Firmenchef sagen, na was wollen Sie denn? Ich habe doch eine faire Gehaltspolitik, schauen Sie unser Durchschnittsgehalt an. Ja? Und genauso wird oft argumentiert, und da müsst ihr als statistisch gebildete Personen sagen, das arithmetische Mittel bringt in solchen Fällen gar nichts, weil dieser eine Ausreißerwert reißt das arithmetische Mittel extremst mit. Ja? Und es bildet nicht die Realität ab, dass nämlich fast alle nichts kriegen und nur einer viel. Ja? Der Durchschnittswert ist sehr empfindlich gegenüber Ausreißerwerten. Ja? In dem Fall, da greife ich schon vor, nimmt man lieber den Median, das ist einfach der Wert, der in der Mitte der Liste steht. Das wäre hier 1000, das sind 3 links und 3 rechts davon, das wäre der Median. Und das ist ein bisschen bessere Abbildung dessen, was jetzt quasi die Durchschnittsperson verdient in dem Ding. Also das arithmetische Mittel ist der Durchschnitt der Einkommen und der Median ist quasi das, was verdient die Person, die quasi genau in der Mitte steht. Wenn wir alle in eine Reihe stellen, von kleinstes bis größtes Gehalt, was passiert, kriegt die Durchschnittsperson, also die Person, die in der Mitte steht. Das ist der Median. Kommen wir später noch. Auch wichtig, manchmal kann das arithmetische Mittel furchtbar miserable Infos geben. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben die Hälfte der Klasse hat ein sehr gut, die Hälfte der Klasse hat ein Fünfer, was wäre das arithmetische Mittel? 3,0. Ja? Aber keiner hat einen Dreier. Das ist beim arithmetischen Mittel immer ein bisschen das Problem. Ja? Solche Dinge können auch passieren. So, was eben ich jetzt schon angesprochen habe, es gibt dann noch einen anderen Zentralwert, sagt man, das ist der Median und der ist in vielen Fällen ist geeigneter, um quasi zu schauen, was ein Durchschnitts, der Durchschnittswert quasi ist. Und das sind die Werte x1 bis xn, wenn man die der Größe nach ordnet, also man braucht eine geordnete Liste. Für das arithmetische Mittel hat man die eigentlich nicht gebraucht, weil man einfach alle Werte aufsummiert hat. Aber für Median brauchen wir eine geordnete Liste und dann können wir den Median bestimmen, also von klein bis groß geordnet. Bei einer ungeraden Anzahl der Werte ist das gleich, das habe ich euch vorher gerade gezeigt. Das ist einfach der Wert, der genau in der Mitte unter Anführungszeichen steht. Also, genau gleich viele Werte sind kleiner wie größer. Ja, das ist bei einer ungeraden Anzahl von Werten einfach. Da gibt es einen, der in der Mitte steht und das sind dann links 7 und rechts 7. Ja? Das ist dann der Median, der in der Mitte steht. Bei einer geraden Anzahl geht das nicht so einfach. Da nimmt man einfach die beiden Werte, die in der Mitte stehen. Also wenn wir 6 und 6 haben, sind da ja 2, die in der Mitte stehen. Und von denen rechnet man einfach das arithmetische Mittel aus. Ich zeige es euch aber eh noch ganz genau. In eurem Formelheft steht der Median so drinnen, wenn es ungerade Werte sind, ist das dieser Wert hier, das so vielte Wert in der Liste. Und wenn es gerade Werte sind, muss man das arithmetische Mittel von diesen beiden Werten in der Liste berechnen. Ich mache es an einem Beispiel, weil das schaut so kompliziert aus. Sagen wir haben 9 Werte, also n ist 9. Dann wäre der Median, wenn man jetzt 9 hier einsetzt, 9 plus 1 ist 10, 10 halbe. Also hätten wir x 10 halbe, 10 halbe ist 5, also x 5. Das heißt, der fünfte Wert wäre der Median. Logisch, weil dann stehen 4 links und 4 rechts davon. Okay? Also diese Formel funktioniert, wenn man das wirklich gecheckt hat, dass das einfach der so vielte Wert in der Liste ist. Wenn man da die Anzahl der Werte einsetzt, 9 plus 1, 10 durch 2 ist 5, also der fünfte Wert der Liste. Wenn n gerade ist, sagen wir mal zum Beispiel 8, also wir haben 8 Werte in der Liste, dann muss man 8 hier einsetzen. 8 halbe ist x4, genau, und 8 halbe plus 1 ist x5. Ja. Also wir bräuchten den vierten Wert, den fünften Wert, und bei denen rechnet man jetzt das arithmetische Mittel der beiden aus. Also man rechnet einfach x4 plus x5, den vierten plus den fünften Wert, und davon die Hälfte. Okay, ist das logisch? Machen wir es an einem Beispiel. Wir haben hier, das ist wieder die Liste von vorher, eine Anzahl an Werte, die Anzahl der Werte ist wieder 15. Logischerweise, wenn die Anzahl der Werte 15 ist, haben wir, also ungerade, haben wir einen schönen Median, der genau in der Mitte steht. Und zwar 15 plus 1 ist 6, durch 2 ist 8, der achte Wert. Ja? Da stehen dann 7 links und 7 rechts, geht sich genau auf 15 aus. Das ist also der Median, 45 in dem Fall. Ja?
Links haben wir 7 Werte, rechts haben wir 7 Werte. Das sehen wir jetzt ganz schön. Ja? Wenn wir aber eine gerade Anzahl von Werten haben, zum Beispiel 8, dann müsste der Median genau hier dazwischen stehen. Und nach unserer Formel, haben wir es schon gesehen, müsste man jetzt den vierten und den fünften Wert addieren und das Ergebnis durch 2 rechnen. Also macht man das einfach, 12 plus 15 durch 2 und man erhält 13,5. Und ihr seht auch, 13,5 steht wirklich genau in der Mitte zwischen 12 und 15. Aber das ist jetzt kein Wert der Liste, das muss man sich klar machen. Ein Median kann ein Wert der Liste sein, aber es muss kein Wert der Liste sein. Hier ist es keiner. Ja, das ist nämlich bei geraden Werteanzahlen häufig so. Okay. Was sind jetzt die Eigenschaften des Medians? Er kann ein Wert der Liste sein oder nicht, haben wir gerade gesehen. Bei ungerader Anzahl der Werte ist er sicher ein Teil der Liste. Bei gerader Anzahl ist es möglich oder auch nicht. Ja? Also möglich wäre es, wenn bei gerader Anzahl genau 10 und 10 in der Mitte steht, dann ist der Median auch 10. Wichtig ist, ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, 50% der Datenwerte sind kleiner oder gleich dem Median. Okay? 50% der Datenwerte sind kleiner oder gleich dem Median. Das ist nicht ganz exakt. Eigentlich müsste hier stehen mindestens 50%. Ja? Also mindestens. Es können theoretisch auch mehr sein. Weil stellt euch eine Liste vor, wo in der Mitte lauter gleiche Zahlen stehen. Also da stehen, ich kann das nicht gut schreiben, mindestens 50%. Okay. Wenn in der Mitte da zum Beispiel 2, 2, also wir haben eine Liste, wo nur 2, 2, 2, vorkommt. Das ist jetzt eine ganz abstrakte Liste. Also wir haben nur 3 Zahlen, 2, 2, 2. Was ist der Median? Der Median ist 2. Dann stimmt, okay, mindestens 50% der Datenwerte sind kleiner gleich dem 2 hier, aber eigentlich sind ja 100% der Datenwerte 2. Also das ist nur ein ungefährer Wert, aber es können nicht weniger als 50% sein. Das ist das Wichtige. Es müssen mindestens 50% der Datenwerte kleiner oder gleich dem Median sein. Ja? Oft steht dann auch bei in der Matura einfach circa 50%. Ja? Und 50% der Datenwerte sind größer oder gleich dem Median. Wieder mindestens 50%, weil bei dieser abstrakten Liste, wo alles die gleichen Zahlen sind, wären es sogar 100%. Also muss man auch immer aufgeben, aber mindestens 50% sind größer oder gleich dem Median. Ja? Das ist eigentlich nur ein Ausdruck von dem, wenn man salopp sich denken will, die Hälfte, gleich viele links davon, wie gleich viele rechts davon. Ja? Okay, und der Median ist nicht so empfindlich gegenüber Ausreißern. Ja, da gibt es jetzt ein gutes Beispiel, wo man auch sieht, was wähle ich denn. Das ist oft eine Geschmackssache. Wenn ihr ein Basketballteam seid, hier, das ist eher so zweite Klasse, nur einer ist zweimal durchgefallen, und ihr überlegt euch, okay, was sollen wir jetzt angeben? Sollen wir das arithmetische Mittel als durchschnittliche Körpergröße nehmen? Oder wollen wir den Median nehmen? Das arithmetische Mittel hier wäre ein recht hoher Wert, weil der eine große reißt das ziemlich raus. Und der Median wäre aber ein relativ kleiner Wert, weil das wäre einer von, können wir nicht genau sagen, der wahrscheinlich. Ne? Also einer, der, wenn man sie in der Reihe nach, der Größe nach aufstellt, wäre es der in der Mitte steht. Wobei hier müsste man wieder einen Durchschnittswert bilden, weil das eine gerade Anzahl ist. Egal. Euch ist klar, das arithmetische Mittel wird durch den Ausreißer beeinflusst, der Median eher nicht. Und damit kann man sich entscheiden. Ja? Will man einen größeren Wert, gibt man das arithmetische Mittel an. Will man einen kleineren Wert, gibt man den Median an. Okay, jetzt kommen wir zu Quartilen. Oh, sorry, das sollte eigentlich nach der Reihe kommen. Gut, wie beim Median kann man eine geordnete Liste nicht nur in zwei Hälften mit durch Median teilen, sondern auch in Vierteln. Und das sind diese Quartile. Ja? Die definiert man jetzt so, das erste Quartil Q1 oder auch Q0,25, nimmt man die Zahl, wo 25, die erste Zahl, wo 25% der Werte kleiner gleich dieser Zahl sind. Okay? Also man nimmt die untere Hälfte der Liste und teilt sie nochmal in die Hälfte. Ja? Dann hat man das erste Quartil. Beim zweiten Quartil, da hat man quasi, sorry für die Geräusche, da hat man quasi dann 2/4, die kleiner als diese Zahl sind, kleiner gleich diese Zahl sind, das sind dann 50%. Ja? Also 50% der Werte sind kleiner gleich 0,2. Das ist jetzt genau der Median. Okay? Weil der Median war ja der, wo mindestens 50% der Werte kleiner gleich Q2 sind. Also auch hier müsste eigentlich immer stehen mindestens, aber das wird dann alles ein bisschen komplex. Also wenn ihr euch das merkt mit den 50%, das passt schon. Und das dritte Quartil, Q3, da sind 3/4 der Werte kleiner gleich Q3. Okay? Wir schauen uns das gleich in einem praktischen Beispiel an. Nur eine Info, es gibt dann auch noch so eine Möglichkeit, Perzentile zu bestimmen, also zu sagen, Q0,1, das sollen jetzt 10% der Werte darunter liegen oder kleiner gleich dem Wert sein.
Dann gibt es noch ein paar statistische Kennzahlen, die gleich sind. Das Minimum x-min ist einfach der kleinste Wert der Liste. Das Maximum x-max ist der größte Wert der Liste. Und die Spannweite ist einfach die Differenz zwischen Maximum und Minimum. So, wir machen das gleich in einem Beispiel, aber davor noch der Boxplot. Das ist nämlich einer der allerwichtigsten Dinge in diesem Grundkompetenzcluster. Ich kann jetzt alle diese Dinge, Median, Quartile, Minimum, Maximum, in eine spezielle Skizze hineinschreiben. Das arithmetische Mittel kommt da nicht vor. Und zwar die hier. Das ist ein sogenannter Boxplot. Da stellt man einfach die Datenliste durch so eine Grafik dar. Unten hat man immer irgendeine Skala. Wenn die Datenwerte Temperaturen sind, haben wir hier natürlich eine Temperaturskala. Das heißt, hier wäre 0 Grad, 10 Grad, 20 Grad. Und darüber zeichnet man diesen Boxplot. Da haben wir hier diese Whiskers oder diese Schnurrhaare. Und hier haben wir die Box, die aus zwei Boxteilen besteht. In der Mitte ist ein Strich und da ist wieder so ein Whisker, so ein Schnurrhaar. Was sind jetzt diese Werte hier? Was haben die für Bedeutungen? Wichtig ist, hier ist das Minimum, der erste linke Teil des Schnurrhaars. Hier, der Beginn der Box, ist das erste Quartil. Dieser Strich in der Mitte der Box, dort ist der Median oder das zweite Quartil, ist ja dasselbe. Das Ende der Box ist das dritte Quartil und das Ende des letzten Schnurrhaars ist das Maximum. So lest ihr einen Boxplot. Also immer auf der Skala unten, auf der X-Achse, ablesen, der Wert ist das Minimum, der Wert ist das erste Quartil, zweite Quartil, also Median, drittes Quartil und Maximum. Und wichtig ist, was wir schon gesagt haben, zwischen X-Minimum und Q1 liegen mindestens, also wenn die beiden dabei sind, mindestens 25% oder bei der Matura steht auch circa 25% oft, ja, aber eigentlich mindestens 25%. Zwischen Q1 und Q2 liegen auch mindestens 25%, zwischen Q2 und Q3 auch und zwischen Q3 und Maximum auch. Vorsicht, es gibt bei manchen Boxplots, wenn ein Wert ein extremer Ausreißer ist, dann macht man hier noch ein X, wenn das nur ein Wert ist. Das wäre dann ein Ausreißerwert, dann wäre aber das Maximum natürlich bei dem da. Ja? Also wenn man das irgendwie darstellen will, dass da ein Wert rausreißt, passiert das manchmal. Okay, die müsst ihr oft interpretieren. Das heißt, ihr müsst das mit diesen mindestens 25% liegen im Intervall X-Minimum bis Q1, müsst ihr checken. Da muss man ganz dringend auf den Sprachgebrauch achten. Ja? Also wenn es dabei ist, X-Minimum und Q1, dann sind es mindestens 25%. Wenn man zum Beispiel sagt, kleiner als Q1, was wäre das dann? Wie viel Prozent wären das dann? Naja, kleiner als Q1 sind höchstens 25%. Okay? Das muss man sich auch klar machen. Ja. Gut. Machen wir ein Beispiel. Wir haben diese Liste hier. Der Modus ist 177. Das ist ganz klar, ist der häufigste Wert. Das sind Körpergrößen in Zentimeter, also 177 cm ist der Modus. Das Minimum, ist auch ganz logisch, ist 145, der kleinste Wert. Und der Median, den muss ich jetzt hier bestimmen, weil es eine gerade Anzahl der Werte ist, indem ich wieder das arithmetische Mittel von 161 und 170 bilde. Wenn ich den habe, dann kann ich das Q1 bestimmen, das ist einfach der, genau, also das zeige ich jetzt nochmal genauer. Wenn ich den Median habe, dann habe ich jetzt die linke Hälfte der Liste und dort bilde ich quasi von der linken Hälfte wieder den Median. Hier ist eine ungerade Anzahl von Werten, das heißt, ich kann hier den Median von der unteren Hälfte, das ist quasi Q1, kann ich einfach bilden. Genauso bei der oberen Hälfte, ich bilde von der oberen Hälfte wieder den Median, dann erhalte ich hier Q3. Also das sind dann die Quartile. Ja, Q1, Q2, Q3. Und wir sehen, okay, kleiner gleich Q1 sind mindestens 25%, dann hier dazwischen sind auch mindestens 25%, da mindestens 25% und da. Ja? Also wir können angeben, Q1 ist 153, der Median oder das Quartil, wenn man das ausrechnet, 161 plus 170, das zweite Quartil ist dann 165,5 und das dritte Quartil ist 177 und das Maximum ist 180. Fertig. Und wenn ich das jetzt in GeoGebra eingebe, erhalte ich einen schönen Boxplot. Das zeige ich euch jetzt gleich auf GeoGebra. Da gibt es mehrere Varianten, das zu machen. Die eine Variante, das auf GeoGebra zu machen, ist einmal im, ich schaue jetzt das kurze Algebra-Fenster, Grafik,
Ich mal das Tabellentool weg, das kommt nachher. Genau. Also, wenn ich hier einfach einen Befehl mache, der heißt Boxplot, also in der Eingabezeile Boxplot, und dann muss ich nur ungefähr angeben, wie groß das Ding sein soll. Das habe ich jetzt hier so angegeben, da kann man aber sich herumspielen, da kann man auch 1,1 einfach mal eingeben. Das sind einfach die Abstände, wie groß der Block, wie breit und wie lang der Plot sein soll. Und dann einfach die Datenliste mit Mengenklammern, dann kriegt man so einen Boxplot im Grafikfenster. Ja. Okay, sowas. Wenn man es aber noch eleganter machen will, dann geht man auf dieses Tabellenfenster. Okay. Das Tabellenfenster. Und gibt da, Ansicht, Tabelle, ja. Und gibt da einfach mal die Datenliste ein. Das habe ich hier schon gemacht. Wenn man die Daten jetzt markiert, also man gibt einfach erstes bis zehnter Wert, und hier auf Analyse in einer Variablen kriegt, ja, da geht auch der Wahrscheinlichkeitsrechner übrigens, aber hier mal Analyse in einer Variablen, und dann sagt das, willst du von A1 bis A10 auswählen, und ich sage Analyse, was haben wir dann? Sowas. Hier kann man auswählen, welche Darstellung man haben will, ein Histogramm, kann man die Klassenbreiten auswählen, ja, ein Balkendiagramm, ja, sowas, oder auch ein Stammblattdiagramm, witzigerweise. Ja, in dem Fall haben wir nur einen Hunderter Wert sozusagen. Aber wir wollen den Boxplot. Und der Boxplot schaut so aus. Und da links bei der Statistik seht ihr, ihr habt die Anzahl der Werte, ihr habt das arithmetische Mittel, das sind noch die Standardabweichungen, da kommen wir später dazu. Ihr habt die Summe aller Werte. Ihr habt das Minimum, ihr habt das Q1, ihr habt den Median, ihr habt das Q3, ihr habt das Maximum einfach ausgegeben. Da müsst ihr gar nicht viel machen. Also ihr könnt den Median immer auch so berechnen. Einfach ins Tabellentool die Liste eingeben, dann hier auf Analyse einer Variablen und hier auf dieses, auf das, genau, man muss auch noch auf dieses hier Statistik anzeigen klicken. Das ist ganz wichtig, weil sonst seht ihr nur den Boxplot oder das Histogramm. Hier Statistik anzeigen, dann habt ihr alle diese Werte gratis. Und wenn ihr hier noch auf Boxplot geht, habt ihr den Boxplot auch. Okay, also mit dem kann man es auch gut zeichnen. Ich habe das jetzt mit dem Grafikfenster vorgemacht. Da funktioniert es eigentlich auch, aber da hat man dafür nicht diese Zusatzinfos, ja, dass man gleich alles rauskriegt, das Median und so. Okay, machen wir ein Beispiel. Wie schauen jetzt die Beispiele zum Boxplot aus? Das ist ein Klassiker. Das ist genau das, was ich gesagt habe, da muss man ganz genau aufpassen. Ja, wir haben jetzt 450 Schülerinnen in einer Schulstufe wurden in Zentimetern gemessen und ihre Verteilung wurde in einem Kastenschaubild grafisch dargestellt. Bevor ich mir noch irgendwas anschaue, müssen gleich die Alarmglocken schrillen. Was sehe ich denn? Mir fehlt hier dieser untere Whisker. Ja, mir fehlt hier das, was ich normalerweise kenne, wie da oben, dass da so ein Schnurrhaar dran ist. Wie kann das sein? Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung, und zwar, dass 164 sowohl das Minimum als auch Q1 ist. Das heißt, das unterste Viertel der Liste besteht quasi nur aus 164, weil sonst würde das ja nicht rauskommen. Ja? Das heißt, da muss gestanden sein 164, 164, 164, 164 und dadurch habe ich quasi dann Minimum und Q1 sind gleich und damit habe ich kein linkes Schnurrhaar, sondern das beginnt gleich mit dem Box, mit der Box. Ja? Das heißt, 164 sind mindestens 25% der Werte sind 164. Das kann ich da gleich rauslesen. Dann beginnt die Box, der Median ist bei 170, das Q3 ist bei 178, das Maximum ist bei 185. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Fragen an. 60% der Schülerinnen sind genau 172 cm groß. Das kann doch nur Schwachsinn sein. 60% wäre 60% der Werte und die können nicht genau bei 172 liegen. Ja? Da müsste das Ding komplett anders ausschauen. Weil wir wissen ja sogar, dass mindestens ein Viertel der Werte zwischen 170 und 178 groß ist. Da kann ja nicht 60% genau 172 groß sein. Also falsch. Mindestens eine Schülerin ist genau 185 groß. 185, haben wir gesagt, ist unser Maximum. Es kann ja nur dann ein Maximum sein, wenn der Wert auch wirklich einmal vorkommt. Also muss eine Schülerin, mindestens eine Schülerin, es können ja auch zwei oder drei gewesen sein, aber mindestens eine muss 185 cm groß gewesen sein. Ja, also das Wörtchen mindestens, hoppala, ist da wichtig. So, nächstens. Höchstens 50% der Schülerinnen sind kleiner als 170. Hier steht kleiner als 170, das heißt kleiner als der Median. Na gut, kleiner als der Median, wir haben ja gesagt, links vom Median stehen, also
kleiner gleich dem Median sind mindestens 50%, aber echt kleiner als Median, da muss ja quasi weniger, also weniger als die Hälfte der Werte stehen. Ja? Okay. Oder vielleicht genau die Hälfte der Werte, wenn der Median von einer geraden Anzahl genau in der Mitte steht quasi. Aber mehr als 50% können nicht links vom Median liegen. Damit heißt das, das stimmt, höchstens 50% sind kleiner als der Median. Ja? Es können genau 50% sein, es können weniger als 50% sein. Das ist genau die Überlegung, wenn es eine gerade Anzahl der Werte ist, ist genau 50%. Wenn es eine ungerade Anzahl, vielleicht, wenn es eine ungerade Anzahl ist, sind es weniger als 50%. Vielleicht. Hängt immer darauf an, ob bei Median mehrere Werte noch links und rechts auch 170 groß sind. Also da muss man immer so denken. Es könnten auch mehrere Werte 170 sein und einer davon ist halt dann der Median irgendwo. Ja? Okay, aber höchstens 50% sind kleiner als der Median. Das stimmt auf jeden Fall. Dann, warum sind die letzten zwei falsch? Mindestens 75% sind größer als 178. Das kann überhaupt nicht stimmen, weil größer als 178 sind ca. 25%. Also eigentlich höchstens 25%, damit ist das falsch. Und höchstens 50% der Schülerinnen sind mindestens 164 und höchstens 178. Das ist A falsch, weil das können auch mehr als 50% sein. Wir sehen es hier sogar. Hier haben wir gesagt, bei 164 sind schon extrem viele Werte, weil das ja schon das Minimum ist. Und dann mindestens 164, höchstens 178 sind sicher mehr als 50%. Ja, weil da ja schon ca. 25% der Werte bei 164 liegt. Also die beiden sind richtig. Ja, das muss man knuspern. Übt viele Boxplot-Beispiele. Da muss man einfach herum überlegen. Das geht gar nicht anders. So, jetzt kommen wir noch zu einem Ding, zur empirischen Varianz. Wenn ich ein arithmetisches Mittel habe, kann ich ein Maß für die Streuung der Werte um x' berechnen, also um den arithmetischen Mittel herum. Das nennt sich die empirische Varianz s². Warum braucht man das? Ich habe euch gesagt, wenn beim arithmetischen Mittel bei einer Schularbeit die Hälfte 1, die Hälfte 3 hat, ist das, die Hälfte 5 hat, ist das arithmetische Mittel 3. Ja? Wenn aber alle ein Dreier haben, ist das arithmetische Mittel auch 3. Die Fälle kann ich durch das arithmetische Mittel allein gar nicht unterscheiden. Beide Durchschnitts unter 3. Ja, aber es sind sehr unterschiedlich. Deswegen brauche ich so ein Maß für die Streuung. Liegen die Werte sehr weit weg vom arithmetischen Mittel oder eher nicht so weit? Ja, das ist nur ein Maß. Ja. Und das macht man folgendermaßen. Man nimmt die Abstände von jedem Wert zum Mittelwert, also die Differenz vom Wert und dem arithmetischen Mittel, und quadriert das Ergebnis. Und dann summiert man alle diese Abstandsquadrate, sagt man auch, auf. Also erster Wert minus arithmetisches Mittel zum Quadrat plus zweiter Wert minus arithmetisches Mittel zum Quadrat. Und das Ergebnis dividiert man durch n. Das kann man, und in eurem Formelheft ist die Formel leider nur so aufgeschrieben, auch so schreiben. Ja? 1 durch n mal, also 1 durch n ist nichts anderes als diese Division hier, die hat man hier einfach vor die Summe geschrieben, rausgehoben sozusagen, mal die Summe aus, das ist das Summenzeichen, Summe aus i gleich 1 bis n, i rennt von 1 bis n, Summe aus alle diese Werte, xi minus x' zum Quadrat. Also, wenn das i jetzt von 1 bis n läuft, ist das einfach die Summe x1 minus x' zum Quadrat plus x2 minus x' zum Quadrat plus x3 minus x' zum Quadrat bis xn minus x' zum Quadrat. Das ist diese Summenschreibweise. Ja? Und wenn man das Ergebnis von dieser Summe, das ist ja einfach der Nenner hier oben, nur anders aufgeschrieben, mal ein Entel rechnet, hat man wirklich genau dasselbe wie hier. Okay, nur nicht zur Verwirrung, so steht es im Formelheft. Ja, solltet ihr euch überlegen, dass das die Formel genau ist. Ja? Okay. Und wenn man das jetzt hat, kann man noch die Wurzel ziehen aus dem Ergebnis und dann erhält man die empirische Standardabweichung. Warum braucht man das jetzt? Das braucht man jetzt, weil wenn man da jetzt zum Beispiel irgendeine Liste hat mit Metern, ja, also keine Ahnung, wie der Körpergröße und irgendwas, und wir quadrieren diese Meter minus den Durchschnittsgröße, ja, also Größe minus Durchschnittsgröße zum Quadrat, erhalten wir ja eigentlich Quadratmeter als Ergebnis. Das Ergebnis von dieser empirischen Varianz wäre dann Quadratmeter. Das ist aber komisch. Und deswegen rechnet man oft noch die Wurzel, damit dann quasi wieder ein Meterwert rauskommt. Aber Achtung, das kann man jetzt nicht wirklich genau so sagen, dass das dann der durchschnittliche Abstand vom Mittelwert ist. Aber es ist zumindest dann wieder ein in der richtigen Einheit. Und das ist einfach die Wurzel aus dieser Formel, das ist dann die empirische Standardabweichung. Genauso kann man das bei dieser Summenformel machen, die Wurzel aus der Formel. So, machen wir ein Beispiel. Wieder Körpergrößen. Berechnet man das arithmetische Mittel aus. Einfach die Werte addieren. Durch die Gesamtanzahl der Werte ist 156,83 periodisch. Und jetzt kommt die empirische Varianz. Wir schreiben uns nochmal die Formel auf. Was muss ich jetzt machen?
muss den ersten Wert der Liste, 145, hierher nehmen und minus das schon von mir ausgerechnete arithmetische Mittel rechnen. Das Ergebnis zum Quadrat. Ja? Plus zweiter Wert der Liste minus arithmetisches Mittel und dann alles und so weiter. Und beim letzten habe ich den letzten Wert der Liste minus das arithmetische Mittel zum Quadrat durch 10. Ja? Also genau das kommt raus. So muss man einsetzen. 145 minus 156,83 periodisch zum Quadrat plus 100. Also eine Mordshacken, das auszurechnen. Deswegen GeoGebra. Solltet ihr wirklich sowas ausrechnen müssen, wollen die, dass ihr GeoGebra verwendet. Das heißt, ab ins Tabellentool diese Liste eingeben. Ich zeige es euch nochmal von 0 vielleicht, wie das gehen würde. Ja, also wenn man da jetzt das alles noch nicht hätte. Ja. So, und wir fangen so an. Dann gebt ihr diese Liste, das ist eh genau die gleiche, gebt ihr einen GeoGebra ins Tabellentool, also ihr geht auf Ansicht, Tabelle, dann kommt das, dieses Fenster, dann gebt ihr das Ding ein. Ich kopiere das jetzt wirklich in ein neues Fenster, damit ihr das von vorne seht. Ja. Ups, hoppala, neues Fenster. Also, ein bisschen größer, damit ihr was seht. Also, wir gehen auf Ansicht, Tabelle. Klicken unser Grafikfenster weg, das interessiert uns jetzt nicht mehr. No. So, schreiben hier die Werte rein, dann markieren wir diesen Bereich. Ups, nichts vergessen, ja, sonst ist es wieder aus. Gehen hier auf Analyse einer Variablen, gehen auf Analyse und dann seht ihr, kommt hier das Histogramm. Okay, das ist zwar schön und gut, aber das wollen wir nicht. Wie kommen wir jetzt zu den ganzen Datenwerten? Indem wir auf Statistik anzeigen gehen, das Ding hier noch ein bisschen breiter ziehen. Okay. Hast du die Zahlen größer? Okay, der will nicht. So, jetzt. Ein bisschen kleiner gemacht, die Schriftgröße. Hier haben wir jetzt die Zahlen. Ja? Welche brauchen wir? Mittelwert 164,7. Kann man hier einfach ablesen. Ja? Okay. Ups, da habe ich jetzt. Ah! Ups, ich habe den Median genommen, glaube ich. Na. Okay, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich dürfte mich wo verrechnet haben. Das tut mir sehr leid. Okay. Jedenfalls kann man hier dann das einfach ablesen. Ja? Okay. Ihr seht, auch ich bin nicht gefeiert. Dieses Ergebnis hier war anscheinend falsch. Okay, aber wenn man das dann einfach ausrechnet, erhält man auch dann die empirische Varianz und die empirische Standardabweichung. So, jetzt schließe ich mit einem großen Fehler von mir. Umso wichtiger ist, dass ihr das übt. Mit GeoGebra machen ist sicher oft sinnvoller, als es händisch einzutippen, aber auch da genau überprüfen, haben wir das richtig gemacht. Ja, habe ich alle Werte ausgewählt. Okay? Gut, ja, das war es soweit mit der beschreibenden Statistik. Wir sehen nächstes Mal, schauen wir uns die Wahrscheinlichkeitsrechnung Grundbegriffe an. Das bekommt ihr nächste Woche. Ich gebe euch jetzt noch eine Hausübung auf Studily und schreibe euch hin, was ihr im Maturatraining üben könnt. Bitte fangt an, viele, viele Typ-1-Beispiele zu üben. Ja? Wir werden dann in der ersten Schulwoche uns wahrscheinlich die Typ-2-Beispiele noch ein bisschen anschauen, damit auch die klar ist. Okay, bis dahin alles Gute und Baba!